Einen wunderschönen guten Abend zu Momentum. Yay, ich habe erfolgreich den Deathrun nicht überlebt, bin nach 4 Minuten gestorben, aber habe dann ganz stolz einen Bericht über Soera machen können, nämlich einem unserem Olchen aus dem Team Momentum. Die hat den Deathrun Tatsache gewonnen. Yay, nochmal herzlichen Glückwunsch, liebe Susu. Unser Olchen war erster. So, und jetzt nach der ganzen Aufregung brauche ich erstmal wieder etwas Chilliges. Das heißt, hier schmeißt schon wieder einer was rum. Da oben. Und ich habe gerade etwas ganz Erschreckendes festgestellt. Wartet mal, ich zeig's euch. Ich habe gedacht, als ich das Thumbnail aufgenommen habe, ich krieg die Motten. Schaut mal. Fällt euch etwas auf? Mein oberes Fenster ist schief. Das ist an der falschen Stelle. Ich habe erst gedacht, dass ich bis unten korrigieren muss, muss ich aber zum Glück nicht. Das heißt, das werden wir jetzt gleich als erstes angehen. Aber erstmal werde ich mal unsere zwei Mohikaner begrüßen. Sprich, Nonstop ist schon da. Gucci weiß ich nicht, ob Gucci noch nachfolgt. Werden wir sehen. Auf jeden Fall sagen wir jetzt mal Hallo. Nonstop, Hallöchen, guten Abend und hallo Gucci. Gucci ist noch nicht im Discord. Guten Abend, So. Bubu. Ich werde jetzt erstmal beigehen und diesen elendigen Fehler korrigieren. Wieso habe ich Lohnstaub in meiner Tasche? So, Ah, weil und hier sind hallo, nämlich zwei. Jaco. Also ich habe gesehen, ich muss nur eine Reihe korrigieren, also die oberste Oh Fensterreihe. nee. Oh Ja. nee, und mein Bild muss ich da ein bisschen verschieben. Oh nee. Oh, das ist doch So, mühsam. okay, das heißt, wir werden jetzt alles im Grunde genommen einen Ding weitersetzen. Das machen wir einmal von innen und einmal von außen. Ist ärgerlich, aber dass sowas passiert halt zwischendurch dann mal und ja, wie gesagt. Man muss sich nur zu helfen wissen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also wenn das so ist, dann geht das runter und das ist dann dieses. Ach, wir brauchen noch kurz ein anderes zusätzliches Bild. Oh, jetzt ist es mühsam, Und immer andere Bilder noch Hallöchen, zusätzlich. lieber Nonstop-Chat. Und So. hallo, liebe Bubu-Chat. So, das sind jetzt zwei. Das heißt eins. Das heißt, hier geht jetzt dann mehr oder weniger die Mauer wieder hoch. Ah, wir kriegen das hin. So. Ah, jetzt sind die Okay. da. Sehr gut, sehr gut. Ist. So, dann mache ich noch, warte kurz, das Bild hier auf. Nee, ich will das mit der Windows-Fotoanzeigen bitte öffnen. Und warte mal kurz, das Bild brauche ich hier auch noch. So, das heißt, der muss weg, da muss dann der Dicke zwischen. Heißt, das ist auch falsch. Aber das kriegen wir hin. Sowas kann passieren im Übereifer. Passiert mir auch ab und zu. Aber Bubu, eine andere Frage. Nochmal zurück zu diesem einen Dings da, wo du gestorben bist. Ich weiß nicht mehr, wie dieser Server heißt. Was ist denn da Jawohl. genau passiert? Auch mich hat Ja, wieder was ein ist denn da Kuschelfreund passiert? beim Angeln geärgert. Ach Ja. nee. Aber wie ist denn das genau passiert? Ist hat denn der sich von hinten angeschlichen oder wie? Da ungefähr, ja. Oh nee. Die sind so richtig gemein. Und das Gemeine ist, man hört sie auch nicht, wenn sie sich so anschleichen. Es kommt einer vor, der man. Die sind immer richtig, richtig viel. Richtig. Ja, so richtig fies. So, Aber jetzt. das andere, was noch interessant war. Warum waren eigentlich noch deine Sachen da, als Dine dahin Ja, die kam? sind Waren ihr nicht da gleichzeitig auf dem despawned. Server? Nee, weil ich bin ja da vom Ach Server so. geflogen aus dem Projekt und seitdem ist ja keiner mehr hin. Und Stine wusste Ah. ja, wo ich bin und konnte sich dann das Zeug holen. Ja. Ach so Ja. ist So haben das. wir das Problem gelöst. Okay. Das heißt, somit hatte Stine noch etwas davon. So, jetzt muss man das hier natürlich auch alles nochmal versetzen. Aber jetzt eine Ah. andere Frage. Wie mache ich denn das jetzt so? Warte mal kurz, die Schräge vorne habe ich.
Es ist, warte mal kurz, es ist 1, 2, 3, 4, es ist achteckig, achteckig. Ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, dann wäre das hier 5, 6, 7, 8. Ja, Kann man so machen. Und dann hier drinnen sieht es aus, als würde die Treppe hier, glaubst du, so durchgehen. Es ist so kompliziert. Bubu, warum? Ja, weil ich es auch kompliziert habe. Du siehst ja, ich hatte mich ja auch verbaut. Oh Mann, Aber das jetzt kann der. passieren. Oh Das kann Mann. passieren. Da muss man einfach drüber Ja, stehen und einfach aber. durch und Augen zu und durch. Oh, der ist ja Naja, ich mache unauffällig. nicht gerne die Augen zu, weil wenn man die Augen zu tut, dann bekommt man Angst. Meinst du? Ja, So, und dann ich muss nicht ich. gerne Und Angst. das heißt, hier kommt halt bei voll Und drunter. jetzt muss ich jetzt hochziehen. Über das Der Dach hier. ziehen. Okay, dann zieht Und man dann noch ein müssen bisschen wir über das die Dach. Ecke nämlich hier auch noch mal weiter. 1, 2, 3, ja, das kann man so machen. 1, 2, 3, ja, So. macht man doch so. Ja, so. Und dann kommt noch mal ein voller dazu. Und hallo, Agent Ach. Schweini, auch an dich herzlich willkommen, bist du bei mir im Stream mit dabei? So, am besten wieder ein Stück weiter weggehen und gucken. Jetzt sieht's gleich aus. Jetzt sind wir wieder im Lot. Jetzt passt's wieder. Jetzt muss man nur noch innen sehen, dass man natürlich innen das auch noch korrigieren. So. Das hier weg. Das hier weg. Das hier weg, das kommt dahin. Direkt über das Dach, genau. Über das Dach und dann wird es ein bisschen oben breiter und dann muss ich kurz Luki-Luki machen, wie ich das machen will. Hier oben wechseln. Warte kurz, macht man den hier weg. Jetzt hat man gesehen, ich habe 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Und dann werde sie dann Das ist. 1, So. 2, 3. Nee. Naja, es geht. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, weil wir die ganze Zeit einen Hallo Föhnsturm Gucci. haben, weil es hier bei uns ein bisschen normal. Hi Gucci. Da müssen Hallo, die Sprünge hallo. umgeändert werden. Ich behebe gerade meinen Baufehler hier. Und hallo Swiss Let's Play, auch an dich herzlich willkommen in meinem Livestream. Seid doch gegrüßt. Ich habe hier 1, 2, 3, 1, 2, 3, So. 4. Das heißt, müsst ihr irgendwie so schräg, aber wieso? Wieso funktioniert das nicht? Wie kann ich denn etwas achteckig machen? Ha! Also vorne, dann ist es schräg nach hinten, gerade nach hinten, dann wieder schräg nach hinten. Aber wieso geht es mir jetzt nicht auf? Hast so eine gerade Zahl. Ja, aber ich habe vier Blöcke vorne. 1, 2, 3, 4. Dann mache ich vier Blöcke hinten, aber dann geht es mir nicht mehr auf mit dem schräg nach hinten. Dann machst du einen Fehler. Oh, bin ich dumm. Was hast du gesagt? So, jetzt muss das eigentlich wieder stimmen. Ja, bei mir sollte es auch wieder stimmen. Param, Oh param, param. Mann, bin ich dumm, Das hier ey. ist Oh. falsch und da müssen wir tatsächlich hin. Aber jetzt bin ich hier ein bisschen zu hoch gegangen. Das heißt, ich muss da nochmal eine Menge Da, jetzt nehmen. passt. Wie ihr seht, meine guten Freunde, man kann es nicht jedem dumm machen.
Ja, danke zu 131 Abonnenten. Yay! Den muss Es ist dann alles nur euer Verdienst. Dafür auch danke. ein zu Danke sehr. niedrig. Ein zu Keine Ahnung, frag es. Das ist auch ein zu Wo war ich mit meinen Gedanken? Da, wo du Keine nicht Ahnung. bist. Ja, Ja, ich glaube auch. Hey, Oh Bubu, Mann. Die Leute, Gedanken waren dort, wo Bubu du ist nicht bist. gedanklich nicht immer da. Also habt bitte ein bisschen Verständnis, denn sie ist auch nicht mehr Ey, Jungs, da sie ist ja, keine sag's ruhig. 20 mehr. Genau, sag's Sie ist ruhig. keine 20 mehr. Ah. Sie ist schon, wie ihr wisst, wie man es bestimmt hört, sie ist schon ein bisschen ein besseres Semester hat sie. Also dement bin ich noch nicht. Hab ihr nicht Aber gesagt, manchmal hab ihr mit nicht meinen Gedanken gesagt. doch etwas woanders. Ich habe nicht gesagt, dass es dement ist. Ich habe nur gesagt, du hast doch ein bisschen. Ich muss noch. Was noch für 15, dann 200. Ich muss noch 150 Abo speziell machen. Hä? So, und dann muss ja eigentlich nur noch das Glas. Ich glaube, das versteht keiner. Da, jetzt müsste. Ah. Und eine andere Frage, hört man eigentlich die Bubu und den Gucci gut oder muss man da ein bisschen eine Lautstärkeanpassung machen? Weil ich weiß, den Gucci, den wollen doch nicht alle hören, oder? Ich habe nichts Okay, gesagt, die Gucci, anderen Fenster. Entschuldigung. Okay, dann können wir uns weiter an das Dach machen. Das ist nämlich noch mal eine andere Hausnummer. Messen wir hier erstmal alles raus, bis auf Kupfer. Weil ich versuche jetzt quasi irgendwie das hier zu erreichen, dass wir hier Am ein. Bubu, ihr Lieblingsblock ist natürlich der Kupfer jetzt, Kupferblock. Ja. Das ist ihr Lieblingsblock. Mein Was, was, Lieblingsblock was, was, hier. ich muss speziell machen. Ja, man hört die Hack, gut. Was? Ja, danke Schweine, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Na, heute ist mir ja nicht nur der vierminütige Tod quasi ereilt, sondern ich habe auch Tatsache vergessen, das Ding im Grunde genommen vernünftig zu posten. Das war ein bisschen. Ich habe es irgendwie, glaube ich, noch nicht mal im Discord gepostet, den Event heute. Ich war Ja, vollkommen im ich habe es auch Chill-Modus. zu spät gesehen, das Video, das heißt, wo du nur noch als Geist herumgeflogen bist. Ja. Aber Aber ja, ist gut, das nicht klar, aber dass der, Urso gewonnen was hat? ist denn heute passiert? Aber der Anfang, man hat gar nicht gesehen, wie du gestorben bist. Ja, deswegen hatten die auch noch mal geguckt, weil ich habe auch kein Skelett gesehen, als ich wieder gespawnt bin, ne? Als Geist. Weil auf dem Video sieht man nur, wie du mit fängt es an, wo du mit als Geist herumfliegst. Ja, weil der Anfang noch nicht freigegeben ist. Das wird doch immer gerendert und dann dauert das manchmal ein Weilchen am Wochenende, bis man das gesamte Video sehen kann. Aber muss ich dann Also wie noch gesagt, die mal hatten schauen. auch geguckt, die hatten es ausgelesen, also die haben auch gesagt, also das ist ja jetzt, ich meine, es ist Wie ja nur bist du ein gestorben? Game. Ja, Wie bist du gestorben? angeblich hat mich ein Skelett erwischt. Ja? Ja, ich weiß es Fängst allerdings nicht. du jetzt etwas Neues an? Ja, Normalerweise ich ist es weiß es doch nicht, ob es so wirklich Spinnen so und war. Kuscheltiere. Hm. Bubu, ich werde gerade gefragt, wie ist es denn jetzt das Designer für Momentum? Wie sieht das aus? Ja, wie gesagt, ich bin noch nicht zugekommen, durch private Dinge meine Bewerbung dazu für euch das Schreiben fertig zu machen. Das kommt, aber das ist in Arbeit. Wie gesagt, ich Ah, möchte das okay, ja habt ihr auch so gehört? formulieren, dass ihr genau wisst, was auf euch zukommt. Weil es ist nicht mit dem Bauen nur abgetan.
Also ich suche kein Bauteam, ne? Also nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Aber irgendwie habe ich jetzt ein Problem. Haha. Ha. Haha. Ich glaube, ich muss das Ganze irgendwie höher setzen. Warum? Ja, ich bin hier Weil auch ich habe gerade gerade am gesehen Ton machen. auf dem Bild, wenn ich richtig gesehen habe, ist die Turmspitze oder das Dach von diesem Eingang hier mit der Uhr, weil hier vorne kommt dann an und führt sich noch eine Uhr hin, ist genau gleich hoch wie das andere Dach. Aber ich weiß nicht, wieso, das ist jetzt nicht stimmt. Mach's doch Na, wie ihr seht. improvisieren. Du musst lernen zu Lieber improvisieren. Chat von Nonstop, wie ihr hört Mi, mi, und mi. seht, ist das nicht nur bei Bubu das Problem mit den Gedanken, sondern auch bei Nonstop. Jo. Ey, lass meine Gedanken Also, offen es hat fliegen. nichts, es hat eigentlich nichts mit dem Alter zu tun. Es kann natürlich das auch bei den Jüngeren passieren, Jo. so wie man das jetzt bei Nonstop sieht. Das ist ein wichtiger Beweis. Und ja, ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Aha, wichtiger Beweis. Wie Aha, gesagt, aha, es ist viel Improvisation gefragt beim Bauen. Weil ich muss aha. mehr oder weniger, wie gesagt, ja auch auf meine Improvisation zurück. Aber ich denke mal, ich krieg das hin. Ich glaube, ich habe jetzt die ganze Woche nachts wach gelegen, habe überlegt, wie ich das mache, mit den Türmen. Das Problem an der Sache ist, dass Nein, ich ehrlich. natürlich dadurch auf dem Community-Server natürlich so ein bisschen den Steampunk-Fokus gestern verloren hatte. Kann passieren. Also, es ist manchmal gar nicht so einfach, weil ich ja zwischen zwei Epochen hier switchen muss. Und das eine ist im Kreativ und das andere halt im Survival. Und ja, wie gesagt. Aber es müsste aufgehen, was ich mir da so nachts gedanklich vorgebaut habe in meinem Köpfchen. Es sieht Aha, zumindest du aus wie hast ein gedacht, du hast es Turmdach. vor. Andere würden es Okay. vielleicht wieder anders machen, aber wie gesagt. Oh mein Gott, ich weiß jetzt, wo der Fehler ist. Ich habe ihn gefunden. Ja, hast du dich Oh. auch verzählt, so wie ich? Nee, irgendwie, wenn ich das schaue, beim einen Bild. Er hat seine Moment Gedanken wieder mal. bekommen. Moment mal. Ich muss da kurz noch ein paar andere Bilder öffnen. So. Ob das wirklich so ist, was ich jetzt da gerade gesehen habe. Aber das müssten wir eigentlich hinkriegen. Und die Höhe müsste dann auch stimmen. Und das ist jetzt die simpelste, einfache Bauweise, die man sich hier nur vorstellen kann. Ja. Bubu, ich glaube, ich habe einen Fehler gefunden. Ich weiß Ja, jetzt, das was ist ein doch bisschen gut. los ist. Ich Das hoffe, dass ich eine hier keinen Fenster habe. ist zwar gleich groß, aber irgendwie sind unten dran größere Fenster mit einem Spitzchen oben dran. Und. Ja, Oh. wem sagst du das? Fenster sind was Feines, nicht? Habe Nee, ich auch gar schon nicht. festgestellt. Kann man sich wunderherrlich Ach vertun ja. dran. Fenster haben es in sich. Aber ich glaube, das Dach passt. Wieso immer Ehren? So. Das Dach. Warte mal. Nee, das kann ja gar nicht aufgehen. Das heißt, das So. Dach müsste irgendwie. Okay, dann noch mal so. Wenn wir Glück haben, geht das genau auf. Gut. Bin hier etwas eingeengt. Okay, und jetzt haben wir eigentlich nur noch den hier.
Ja, und jetzt schauen wir uns mal die ganze Schose an, was ich hier so gebaut habe. Ja, sieht doch aus wie ein Turm. Ja. Geht auf. Schlicht einfach gebaut. Alles in quadratischen Blöcken. Quadratisch praktisch gut. Weil ich habe ja gesagt, die Verzierungen machen es hier in dem Zeitalter. Das ist ja wirklich so. So, okay, dann machen wir uns dran und versuchen mal den zweiten genauso primitiv auf diese Ecke zu kriegen. Wartet mal. Warte mal, so halte ich das. Swiss, bitte nicht spammen, und ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt Werbung für das machen darf. Nein. Entschuldigung. Glaube ich Werbung eher darf man immer weniger. nur machen, wenn man den Werbungsstatus drin. So wie Genau. ich vorhin bei Utopia, da hatte ich das auch drin. Es geht um ein anderes Projekt. Also das musst, kannst du selber entscheiden. Also wenn du sagst, okay, du unterstützt das andere Projekt, du machst Werbung für die, ist das deine Angelegenheit. Das ist dein Kanal, kannst du selber entscheiden. Ah, okay. Weil das ist ja, wie gesagt, deine freie Entscheidung, wen du unterstützt und wen nicht. Okay. So, wartet Na, wenn das mal. so ist. Bin ich wieder verbaue. Ich bin nämlich schon wieder kurz davor. Okay, das heißt hier. Mal das da auch schon so. Aber es ist natürlich eine andere Sache, Oh, Swiss, ich ich weiß hab nicht, mich wann es genau verbaut. Ich darf anfängt. nicht reden. Ach nee, schon wieder verbaut? Ach Ja, so, ja. Bubu. Ach nee, du machst wieder Sachen. Ich, Und hallo, herzlich willkommen, Johannes. Schön, bist du in meinem Livestream. aber das macht nichts. Das ist ja noch am Anfang des Turms. Glaube, ich lasse So. das in meinem Bubu Weil machen. wir hatten mal Ich ja glaube, schon Bubu kann. wieder das nächste gemacht. Genau, da muss ich doch diese. Ja doch, immer zwei. Dass das immer zwei Reihen sind. Hab mich gerade wieder selber verwirrt. Das Das soll kann ich vorkommen. immer gut. So, das ist aber die Das Reihe kann jetzt, ne, wo ich passieren. das gemacht habe, ja. Okay. Halt. Genau. Halt. Nicht dahin. Mal schauen, ob ich das überhaupt richtig mache. Nochmal kurz die Aber Bilder das kriegen wir betrachten. hin. So, okay. Mein Chat ist so ruhig. Schreib doch mal Hallo rein, damit ich sehe, dass auch jemand da ist. Ja, Das nein, ist die ja. sagen nichts, sonst bringen sie dich wieder aus dem Dürft ruhig mit Konzept. mir reden. Nein, ich kann ja hier. Wenn ich hier tot gehe, passiert nichts. Ihr dürft wieder reden. Vorhin war ein bisschen schwierig. Nein, aber dann verzählst du dich wieder Ach, und alles gut. Alles gut. sie, naja, sie schauen auf dich, ob das ja nichts. So, okay. Das heißt, hier machen wir wieder die nächste innere Reihe. Genau. Aber vielleicht wollen die alle auch noch ein bisschen chillen. Vielleicht war es denen vorhin auch zu aufregend. Aber ich denke mal, ich habe ganz gut die Kurve gekriegt. Wie gesagt, so Ära konnte ich ja kommentieren, wie ein Fußballspiel anfeuern. Ja. Hätte ein bisschen mehr Action sein können. Also ihr könnt ja mal in den Kommentaren mal schreiben, was ihr von dem Projekt haltet. Wie gesagt, ich fand es sehr lustig. Meine Güte, das ist ja ganz anders da. Gerade Gut, vorhin, für weil ich noch mich. nie gespielt habe. Moment Für mal. mich ist das nicht so ein Projekt. Was für ein Projekt? Aber ich habe gemerkt, ich war mehr unter Anspannung in dem Projekt, weil dadurch, dass ich nicht wusste, auf was es wirklich ankommt. Also ich hatte ja überlegt, hallo Winnie. auf jeden Fall, wie gesagt, hatte ich am Anfang Tatsache auch überlegt, es wie Sub-Ära zu machen. Das heißt also keine Ausrüstung in dem Sinne, mir zu craften, sondern einfach nur zu rennen. Also, ja. Also nächstes Mal, wenn ich so ein Projekt nochmal mache, heißt der Stream eindeutig die Eulentaktik.
Wie geht denn die Eulentaktik? Ja, die Eulentaktik ist eigentlich ganz einfach. Du hast keine. Bubu. Ja. Schau dir Ich mein habe ein Stream an, dann Problem. weißt du, wie die Eulentaktik geht. Oh. Nee. Ich Es sag euch, ey. sind zwei Bilder vom selben Gebäude. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, beim einen Gebäude sieht es anders aus als beim anderen. Ja, Oder. das ist logisch. Wenn natürlich angebaut wurde, dann sieht es natürlich schon etwas anders aus, das zweite Bild. Jo. Nein, das sind ja Das ist teilweise normal. Gebäude, die in verschiedenen Aber. Epochen gebaut wurden. Ja, Ja, genau. aber. Hä? Irgendwie komme ich jetzt gar nicht mehr Du draus. brauchst eine stärkere Brille. Ey, lass meine Brille Nonstop. aus dem Spiel. Oder nimm eine Lupe, dann siehst du es auch. Du, Nonstop, du musst nicht vergessen, du bist hier in Minecraft. Und in Minecraft kann man nicht alles so machen, wie es auf dem Ja, das Bild wäre ist. schön, ja, wenn man das könnte. Ja, Das ist doch geht nun mal cool. nicht. Und wenn etwas bei mir zum Beispiel nicht passt, dann passt es nicht. Dann mache ich Aber ich das weiß halt, nicht, ist es, hat es dass es da unten passt. auch einen Gang? Oder hat es da keinen Gang? Mach's. Ich brauch mal kurz zwei Augen mehr. Dann machst du einen Gang. Einfach, wie gesagt, Mach so wie du denkst, dass einen es sein Gang. könnte. Ja. Benutze deine Fantasie. Ja, wir müssen es auch. Wie gesagt, also nicht jedes Gebäude ist hier wirklich original, ne? Also ich muss da auch anbauen beim Rathaus. Sonst hätten wir das Dach nicht so hingekriegt. Was meinst du, wie wir da abgedödelt haben? Das war echt, das war meine armen Nerven. Das war richtig Wer schlimm. hat Ich. gedüdelt? Ja, das war wirklich abgedüdelt. Weil ich mal, wie Hast du oft ich dieses gedüdelt? blöde Dach abreißen musste. Dass ich dann gesagt Ufo habe, hat jetzt ist gedüdelt. egal. Ufo hat So. gedüdelt. Halt, wenn, dann treffen wir schon die Mitte. Okay. Machen zwei und dann machen wir wieder unsere Mauern und Blitzableiter da drauf. Wartet mal, ich muss mal gucken, ob ich irgendwas. Ja, wir machen einfach Sandsteinmauer und dann nehmen wir wieder die. Sowas wie Blitzableiter, ja. Und dann setzen wir ganz oben wieder. Wie gesagt, Finger Jetzt noch mal darauf. genauer Oh. anschauen, wie mache ich denn das? Aber wir können das ruhig. Oh. Oh, ihr wisst ja, ne? Den kann man nur so umdrehen, indem ihr was drüber setzt. So, jetzt hat er zwei schöne Spitzen. Okay, also die Türme haben schon mal geklappt. Kurz ein Like dagelassen. Vielen lieben Dank, liebe Winnie. Bravo! So, schaut. Und sie sind sogar gleich geworden. Das heißt, jetzt haben wir rechts und links natürlich so kleine Balkone und ganz viele Details, die wir jetzt dann noch anpassen müssen. Er sieht zwar immer noch rechts und links ein bisschen unterschiedlich aus. Ich habe da nämlich noch so eine Ecke gesehen. Da muss ich auch noch mal ran. Wartet mal. Da brauche ich Vollstein. Vollen und. So, das heißt, hier müssen wir nochmal das vervollständigen. Ah, wie mache ich denn das? Wie mache ich denn das? Vor allem die Höhe stimmt hier irgendwie auch nicht. Ah. Wir können das ruhig. Ich möchte auch deine Probleme haben, Nonstop. Willst du meine Probleme haben, kann ich dir gerne Ja, geben. dann gebe ich dir meine.
Das sieht schöner aus als Ja, Ecke. an andere Frage. Will ich deine Probleme? Jede Seite sieht zwar ein bisschen Hey, anders mir aus, ist noch aber was das ist anderes nicht weiter schlimm. aufgefallen. Na, wichtig ist, dass halt der vordere Eindruck stimmt und da stimmt er jetzt fast. Also wir haben natürlich noch Ah, diese so kleinen würde das Dächer hier. gemacht. Mal das Zeug. Jetzt ich verstehen, jetzt ich verstehen. Ich komme draus. Jetzt sehe ich da auf diesem Bild sehe ich es ziemlich gut. Ja, So, und da können wir nämlich jetzt beigehen und machen mal diesen. Ich hoffe, das ist auch gut. Ich weiß es. Jetzt 3. da sehe ich es, Okay, wir genau, machen jetzt sehe mal ich es. 4. Aber die Frage ist, machen wir das jetzt, ich glaube, das machen wir nur 2 hoch. Heißt, wir setzen jetzt hier einfach eine Kante mal rüber. Machen die zu. Aber die Frage wäre, das müsste ein So. längeres Gebäude sein. Dann setze ich das noch einen Das höher. müsste irgendwie Dann hier nehmen wir die hinkommen. Pfeiler und da platzieren die hier einfach mal Ah, so. komm. Boost sind. Ach. Ab. Aber es müsste ja irgendwie hier sein. Also noch mal kurz schauen, das sind, wie viele Fenster sind das hier? Mal kurz ein bisschen mit dem Bild darüber So, und solche rutschen. Sachen kann Ich man habe natürlich viel besser im zwei, Kreativen. drei So. Fenster. Heißt, hier haben wir jetzt auch noch Zwei, so eine drei hübsche Fenster. Seite. Irgendwie sieht das alles ein bisschen verschoben. Ich weiß auch. Es ist sehr merkwürdig gebaut, aber das ist ja egal. Es ist ein altes Gebäude, das muss er ignorieren. So. Pralot. Luke, Bubu hat gesprochen. Ja. Okay. 1, 2, 3, 4. So, 1, 1, 2, 3, Warte, macht man 4. da doch ein bisschen kleiner. Okay, hier ist es auch wieder eine andere Breite, Ja, aber wie gesagt, es war damals halt und symmetrisch und total synchrone Gebäude waren doch eher selten. hallo So. Richard, schön, dass du da bist. So, ein rechts, ein links. Da kommt wieder ein Ding da oben hin. Also haben wir hier. Dann machen wir hier einfach wieder so ein Tischlein rüber. Nun machen Zwei. wir, was machen wir, was machen wir? Setzen da wieder Was unsere machen wir? Lithium-Ableiter Was hin. machen wir? Was machen Ich habe gehört, wir haben wir? morgen ein wichtiges, ein etwas ganz Wichtiges vor. Wer? Aber ich habe irgendwas von der Expedition gelesen. Gehen wir morgen auf eine Expedition? Hast du gelesen? Dann weißt du ja Ja. mehr mit ich. Habe ich gelesen, dass wir irgendwie auf eine Expedition gehen. So, jetzt passt du mich um die Aha. Höhe der Kirche. Im Grunde genommen zu den restlichen Gebäuden. Nicht schön, aber selten. Wie Aha. gesagt, ich bin nicht so der Turmbauer. Also schon gar nicht symmetrisch und aus dem Kopf. Aber ich denke mal, das passt. Also ich sag mal, es hat eine schöne Vorderfront, die ist ja auch letztendlich wichtig. Ne? Aha. So. Aha, das geht gar nicht. Dann gehen wir mal hier Das geht unten ja hin. gar nicht. Das Und geht ja so wieso ein geht das bisschen nicht? um die Kulisse. Ja, Keine doch. Ahnung. Passt. Wieso geht das Vor allen nicht? Dingen die Gurken Keine Ahnung. davor. Wieso geht das nicht? Keine Ahnung. So, das, was Ah, wir weiß ich natürlich jetzt. nicht haben, ist ein Glockenturm. Das ist eine Kirche ohne Glocke, habe ich das Gefühl.
Eine Kirsche hat keine Gurken. Bubu, kurze Frage. Wenn man einen Steak hat, macht man den auch mit so zwei Layern? Oder wie macht man das am schlausten? Am besten? Einen Steg. Ja, so wie ist es so ein Steak da, wo vom einen Gebäude zum anderen geht. Ach, du meinst so eine Überbrückung, so wie so eine Brücke. Ja, wie wird Mm, genau, also wird der sowas auch mit zwei Layern? ich würde auf jeden Fall so einen Weg immer zwei oder drei breit machen, damit du an der Seite noch Platz hast, etwas zu machen. Also Oder ein damit man noch Geländer? laufen kann drüber halt, ne? Ja, der drei breit ist er schon. Das ist er. Das ist nicht Weil das das ist ja dann, Problem. also es kommt dann irgendwie noch Räume dahinter. Aber da weißt du auch nicht, wie groß es denn diese Räume sind. Weil das habe ich ja überall gesehen, dass es dann also so, oder zwei breit machen und dann die Räume machen, das würde auch gehen. Aber dann geht es irgendwie dann nicht mehr so auf mit dem Dingsten da. Mit den Rundungen. Mit den Rundungen. Genau, mit den Rundungen. Mit den Rundungen. So, bin ich natürlich am Überlegen, ob ich das hier noch überziehen möchte. Das wirkt denn so, das war so angesetzt. Also ich glaube, wir lassen das so, wie hier ist, und machen da Tatsache nur diese Pieksdinger hin. Und die Vini ist auch noch da, sehr schön. Also wie gesagt, Ich einen sehe gerade, Glockenturm mein habe ich jetzt YouTube hat überhaupt wieder nicht mal gezogen. Störungen. Jetzt muss ich mal Warum hatte mein überlegen. YouTube Was? Störungen? Gute Frage, warum hat mein YouTube Störungen? Läuft der Stream Ich habe eigentlich gut? momentan keine. Ich auch nicht. Nee, bei mir steht Fehler YouTube irgendwas, gelbe Dingsmeldung. Darum einfach mal kurze Frage, ob mein Stream gut läuft. So, Ich jetzt weiß haben wir nicht, ich natürlich sehe keine nicht. Glocke, die klingeln. Klingel die kling kling klingelig kling. Ja, aber eigentlich gehören ja zu einer Kirche Glocken. Aber ich wüsste nicht, wo man die hinsetzen könnte. Es sei denn, man setzt die hier zwischen. Das würde auch gehen. Ich muss mal gucken, wie man die Es so läuten die Glocken dazwischen der setzt. Kirche. Oh, jetzt muss ich mal gucken. Kann man ja hier nicht Bubu ranpappen. macht Luki Luki. Leute, Bubu macht gerade Luki Luki. Ja. Eine Kette, glaube ich, kann So. man die auch nicht hängen. Nicht, dass ich wüsste. Das wäre natürlich jetzt. Das funktioniert nicht. Man kann sie tatsächlich nicht an eine Kette hängen. Ach nee, das ist ja doof. Das ist richtig doof. Jetzt muss ich mir mal überlegen, kann man sie an eine Falltür hängen? Was? Die Kette? Nein, die Glocke. Die Glocke an eine Falltür. Ja. Weil hier passt sie nicht ran. Ja, das kann man. Warte mal. Muss Das mal kann gucken, man. welche Höhe. Ja, auch nicht. Gut, Jetzt passt. wie oft willst du das noch Sachen noch sagen? Kann man? Das kann Ach man. nee, das geht denn gar Oh. nicht. Das heißt, ich muss alles noch ein bisschen breiter machen. Geht. Okay. Eine Glocke. Ah, Muss man mal gucken, dass wir die Glocken so auf verschiedenen warum? Ebenen dann hängen. Das müssen wir dann irgendwie mal hier Wie breit habe ich denn hinkriegen. das? Ist denn das Das ist wirklich so eine gleich breit einzelne wie das kleine andere da Mini-Glocke hier. hinten? Im Kann man Glocken auch Verhältnis. untereinander hängen?
Du kennst doch bestimmt das alte Bild von mir, was ich nachbaue. Im Verhältnis, das eine Gebäude, was vorne praktisch in der Mitte steht, ist es gleich breit wie die hinteren Gebäude, die schmalen? Nur Ja, so im Verhältnis. die sind genau gleich breit. Ah, ich versuche hier gerade irgendwie so ein Glockenspiel. Weil die müssen ja gleich breit sein, sonst geht das Ganze nicht auf. Finde das doof, dass man Glocken nicht an Ketten hängen kann. 2, 3, 4, 5, 6, In der 7, 8, 9, 10, Bedruckkammanns. 11, 12, 13, 14, La 15, 16, 18, 19. Stimmt das jetzt? Nochmals kurz Lucky Lucky machen. ja, das passt auch. Also, ich habe hier. Doch, kann man. Okay, man kann sie halt nur nicht daran hängen. Okay. Das heißt, wir kriegen das hin. Wir kriegen ein Glockenspiel hin. Man kann zum Beispiel auch Laternen an Ketten anhängen, wo quer aufgestellt sind, waagerecht sind. In der Java kann man es nicht. Ja, ich habe ein Glockenspiel. Ich höre nichts. Ah, Wir es geht wollen ja auch nicht, hören. weil man könnte es natürlich auch automatisieren. Aber ich habe jetzt einfach so Glockenspiele aufgehangen und gut ist. Ich weiß auch nicht, warum heute wieder dauernd diese Werbung hier bei mir im Stream läuft. Es ist auch, also wirklich, ich habe nichts umgestellt und gar nichts. So, wir haben jetzt einfach hier so ein kleines Glockenspiel drin und muss ja keinen Sinn ergeben, ob es ein Glockenspiel. So. Okay. Ja, irgendwann ist auch mal gut, der Sarah. Es ist Was bei so. Bubu macht etwas Sinn? Ja, bei mir macht, ja, wie gesagt, hier Das ist kein mein Sinn. Glockenspiel, ne? Ein bisschen klein, fein, aber wie gesagt, wir sind ja eine protestantische Kirche und Klein, fein, aber gelegentlich, roh. die hat auch Shishi. So, und jetzt habe ich nämlich was Folgendes vor. Jetzt muss ich mal gucken, weil wir haben ja jetzt diese wunderschöne große Kirche hier. Ich würde nämlich am liebsten hier ein So. Schiff reinhängen. Autsch. Oder irgendwas hier oben so. Wisst ihr, was so runtergeht? So ein Schiffchen. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen mal kurz planen, wie wir jetzt diese ganzen Bänke dahin bauen. Also da werde ich wahrscheinlich mal in Schwarz ein. Damit wir die nämlich überhaupt sehen. Boah. Die haben auch noch keine Orgel hier drin. Also, die bauen wir hier hin. Genau. Ich werde jetzt erstmal, wartet mal, ich werde jetzt erstmal das Podestchen bauen. Hab ich jetzt richtig verstanden? Die Bubu macht eine Orgie? Eine Orgel. Oh mein Gott, ey. Die heutige Jugend. Also wirklich. Die heutige So. Jugend. Das heißt, da wird jetzt sozusagen das Podest entstehen, wo Ui, ich ui, die ui, ui, ui. Orgel Hey, Leute, hinbaue. Leute, Leute, das müsst ihr anhören. Eigentlich wollte ja Padma heute oder auf heute etwas für mich hinbauen, dass sie ja heute nicht anwesend sein können. Und sie hat mir auch gesagt, ich soll sie doch fleißig vertreten heute. Weil ich halt heute noch gesagt habe, weil ich halt gesundheitlichen Gründe und private Gründe eigentlich nicht streamen möchte, aber mich dann doch entschieden habe zum Streamen, konnte sie das halt nicht machen, eine Statue hinzubauen, damit man sie in Ehren halten können. Und Was? das hat sie mir geschrieben. Ja, Eine Statue von konnte die Padma. Statue, ja. Damit wir sie in Ehren halten können, weil sie heute nicht anwesend sein Na super. kann. Macht Dann das aber bau. nicht die ganze Welt kaputt? Nee, 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 nee.
Und dann hat sie mich gefragt, ob ich dann morgen Abend da bin oder so. Habe gesagt, naja, ich weiß doch nicht, ob ich dann da bin oder woanders bin. Und dann sagt sie, morgen Abend ist Abenteuer. Ich reiß dir den Kopf ab, wenn du nicht erscheinst. Ja. Das würde ich auch das, machen. das, das, ist, das, ist doch, das ist doch eine Drohung. Ja, klar, Finde weil ich das aber immer richtig. Vorbereitung bedarf. Da ist immer einer im Team bereitet etwas vor. Das finde ich aber richtig. Aha, du findest richtig, dass Padme mir den Kopf abreißt? Ja, dann sieht man einmal nonstop ohne Kopf. Dann kann man sagen, der kopflose nonstop. Das Abra. Nonstop Oh. ohne Kopf. Also hier soll dann sozusagen die Orgel hin. Warte mal, wir nehmen schon mal die Webstühle. Ach ja, ich brauche ja noch ein Lager. Ein Und Lager. fangen in der Mitte an. Die Mitte ist hier. Müssen wir dann noch machen? Ja, das ist eine ziemlich Entschuldigung. große Orgel. Wir können ja eine Hast du eine große doppelstöckige Orgel? machen. Wartet mal, wir machen mal eine doppelstöckige Orgel. Was, eine doppelstöckige Orgel? Mal noch ein Stück rücken. Da muss man dann auch Dann. noch Fensterchen hinbauen. Warte mal kurz, das müsste 1, 2, das sein, plus, minus. Ja, das könnte hingehen. Das Ich kommt will so, aus wenn der ich wüsste, was Nähe. das hier gibt, dann bin ich schon zufrieden. Was? Wenn ich Da habe gibst du dich keine aber mit wenig, oder Ahnung. gibst du dich aber mit wenig zufrieden ab? Ja, ich brauche nicht viel. Okay. Ich bin pflegeleicht. Ja, ein Schweizer, der pflegeleicht sein sollte. Ja, es Naja, müssen nicht alle so sein wie du. hat er. Ich glaube, diese Banane müssen wir hier ein bisschen verschieben. Die kommt ein bisschen ziemlich nahe an mein Gebäude rein. Ich verschieb sie nur, keine Angst. Ich reiß sie nicht nieder, ich verschieb sie nur. So, dann müssen wir sehen, dass wir hier noch So. die Orgelpfeifen dann hin. Malen wir die jetzt quasi erstmal auf. So, das ist sozusagen dann die Orgel, die kommt. Gut. Eine doppelstöckige. Orgel. Wir können das auch so machen und dann gehen hier dann die Orgelpfeifen hoch. Das machen wir dann gleich. Sobald ich eine Idee habe, wie ich das genau machen werde. So, jetzt brauchen wir die Stufen. Dann nehmen wir Treppen. Wir könnten natürlich die Orgel auch noch weiter auf ein höheres Podest. Wir könnten die auch oben irgendwo reinbauen. Es geht auch. Hier den Altar eher hinbauen. Mal das nochmal weg hier. Dann bauen wir hier mehr oder weniger den, können wir den Altar hin. Bin so ein bisschen überfragt, wie ich jetzt hier momentan etwas mache. Heißen Aber wie gesagt, einfach dran denken, wir machen eine protestantische Kirche, die sind nicht so hochprotz. Würde ich nicht so sagen. Heißt, wir machen den Altar. Das heißt, die Sitzbänke werden dann mehr oder weniger hier sein. Ein Stück weg. Machen wir mal so. Deute das jetzt einfach an. Das ist immer so zwei
frei bleiben. So, dann. Ja, machen wir hier den Lager, den Einlagerraum. Genau. Dass das braucht es ja auch. Durchkommt. So, haben wir schon Verbandszeug für morgen? Für dich oder wie? Nein, für dich. Warum sollte ich Verbandszeug gebrauchen? Ja, das wirst du sehen. Das wirst du sehen. Du wirst immer vorgeschickt, haben wir beschlossen. Ja, immer auf die kleinen, dicken, na. Ja, klar. Vor allem, wenn du nur nonstop bist. Hey! das ist so also fast, das geht so fast also unter die Diskriminierung. Gesprochen hat der kleine Mann. Ach nee, ich will nicht ein Bild weiter. Ich will da nur. Da hinten hat es noch ein Gebäude. Okay. So. Hier muss ich noch machen, zwei. Ach so, weg. Dann da ist gut. Da kommen noch zwei Kisten, Fässer hin und da auch. Hier machen wir noch Truhen. Das kommt dann weg. Das kommt weg und nein, eben nicht so. So. Voilà, dann gibt es hier ein kleines Verbandslager mit der Aufschrift Verbandsmaterial für Nonstop. Jo. So, aber hier haben wir nämlich diese Kirchen, schiffsähnlichen Gedönsdinger. So, okay, das heißt, hier vorne kommt der Altar hin. Jetzt möchte ich aber erstmal die Stühle aufhübschen. WB Phil, schön, dass du wieder da bist. Und schon wieder Werbung. Es ist ja heute richtig schlimm. So. Warum hast du viel Werbung? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was da wieder los ist. So. Achtung, die Hunde sind los. Nee, eben nicht so. Eben nicht so, kann ich das auch so. Geht das hier auch so? Kuvante Kirchenbänke. Dann machen wir das hier auch so. Gucci. Ja.
Ich habe gedacht, es ist ein Grab beschriftet mit meinem Namen. Ja. Wo denn? Welches? Ja, du darfst noch nicht auf den Friedhof gehen. Ah, ich darf noch nicht den Friedhof anschauen. Nein. Das heißt, hier müssen wir noch so eine Kanzel machen, wo der dann hochgeht und damit die auch alle gehen. Es steht ja auch verboten, betreten verboten. Wo steht das? Dort, wo du nicht bist. Aha, und wo bist du gerade? Nein. Friedhof verboten. Ja, aber wo bist denn du gerade, wenn ich fragen darf? Auf jeden Fall nicht auf dem Friedhof. Ja, das habe ich gesehen. Darum frage ich ja, wo bist denn du? Im Lager. Im Lager? In welchem Lager? Im Lager vom Spital. Ich muss mal dein Verbandsmaterial einräumen. Da sehe ich aber kein Gucci. Ah doch, da sehe ich ein Gucci. So. Ich finde den Weg nicht zu dir. Schade, dass die Eiche sind, aber... So, geht das nach oben? Ah, das geht nach oben, das ist sehr gut. Das muss auch gehen nach oben. Das muss ich entfernen. So. Dann muss ich das hier auch wegnehmen. Ja, dann haben wir die Gesamtdecke, die können wir natürlich da auch noch zumachen. Ja. Jetzt wirst du aber nicht so viel Platz da gelassen. Ah, so sieht dann quasi eine perfekte Kirschdings aus. Die vorderen haben nichts. Obwohl die vorderen könnten wir das anders machen. Wartet mal. Da muss ich die hier hinschieben. Die Laterne hier. Immer nichts. Ja, so können wir das machen. Passt. So, und hier können wir dann nämlich die Bücher und so. Oh, seht ihr das? So sehe ich quasi so eine fertige Kirchenbank hier aus. Ja, jetzt müssen wir mal ein bisschen Licht hier irgendwie rankleistern. Ich mache jetzt da Licht. So, und das müssen wir jetzt einmal komplett durchziehen. Eine Bänke bauen und die ganzen Dinger hier durchziehen. Machen wir uns Stück für Stück dran, diese Kirche quasi ein. So. So. Okay, haben wir die nächste fertig? Oh. Ihr habt euch wahrscheinlich gewundert, warum ich da nur eine Falltür zum Beispiel nutze. Ja, und so viele Abstände lasse und das so hoch mache und. Jetzt habt ihr die Erklärung quasi. Warum wurde die Nachricht gelöscht? Kann ich mal kurz nachschauen, was denn da überhaupt geschrieben wurde? Weil hier im Stream sehe ich das gerade nicht da. Die Frage, nächste Frage, was wurde denn da gelöscht? Aha, muss ich das in anderen Dings nach. Warte mal, wir können ja mal probieren, ob wir ein bisschen arbeitssparender arbeiten können. Wenn ich jetzt hier so einen Pult hinsetze und dann da die Falltür packe. Nee, so
Phil, so wie es aussieht, hast du nichts geschrieben. Also das heißt, es wurde auch nichts gelöscht. Wenn ich das so richtig sehe. Wahrscheinlich hat YouTube wieder mal Probleme gehabt und hat deine Nachricht nicht senden wollen, so wie es aussieht. Ich habe auch das Gefühl, dass der Chat momentan, keine Ahnung, sehr merkwürdig reagiert. Ich bin auch ziemlich der Meinung, dass sie da wieder rumbastelt. Wer, YouTube meinst du? Mhm. Ja, die haben ja schon wieder eine neue Ankündigung gemacht, was man ja alles noch machen kann und... Ja. Wieso, was willst du? Wollen sie noch alles ändern, wenn du fragen darfst? Ja, Thema Shorts und wie Shorts-Bearbeitung und all solche Dinge. Okay. Eine Menge unnützer Kram, die ein Streamer nicht braucht. Okay, ja, das ist ja interessant. Ja, aber eben sind ja ein Streaming-Kanal und kein Shorts-Kanal. Also Shorts mache ich eigentlich nur aus Langeweile, wenn ich jetzt morgens mal da sitze und Langeweile habe. So, ich werde mir mal kurz was zu trinken geben. Bin ich wieder da. Oh ja, also zu trinken, das ist eigentlich ein gutes Argument. Ihr könnt mal auch mal was zu trinken holen. Weil ich habe gesehen, ich habe noch gar nichts getrunken heute Abend. Also das heißt, ich bin mal ganz kurz AFK und dann bin ich gleich wieder da. Jo. So, da bin ich wieder. Yippie-yay-yay. Gut, dann haben wir die Reihe. Also mit der Beleuchtung, so müssen wir uns natürlich auch noch was einfallen lassen. Klar. Okay. Diese Seite ist fertig. Was haben wir hier? Ah, hier haben wir die Wäscherei. Die Wäscherei. Hey, hier noch. Doch, bin wieder da. Danke dir, Vini. Ah, ja. Irgendwie dunkelt wieder den ganzen Nachmittag so kühle in meinem Zimmer hier. Ich weiß nicht, ob es wegen Wind ist oder so, oder ob ich einfach momentan wirklich nicht so fit und gesund bin. Ich habe keine Ahnung. Das Frühjahr. Da fühlen wir uns alle. Ha? Das ist das Wetter hin und her, da fühlen wir uns alle so. Ja, aber hast du auch schon den ganzen Tag einen Föhnsturm? Nee, aber Kopfschmerzen. Ja. Ah, ja, das habe ich auch. Weil ich wohne halt eben in einer Region, da geht halt viel und häufig der Föhnsturm oder der Föhn. Und ja... So und die haben das ganze Wochenende. Und sie haben das ganze Wochenende habe ich auf meinem Wetter-App eine Sturmwarnung. Die haben eine Meldung herausgegeben, das ganze Wochenende zwischen 90 und 120 Kilometer in der Stunde einen Sturm. Die spürst du auch, wenn du im Haus bist. Ja. Und der Stunde heißt nonstop. Ich muss ja, egal ob stürmt und schneit, egal wie krank ich bin, vor die Tür mit meinem Typ, mein Hundi. Also den Sturm und alles, das habe ich zu spüren gekriegt. Also ich konnte teilweise draußen nicht mal die große Runde laufen, weil die ganzen Bäume umfielen und Äste runterkamen, von denen ich ungern erschlagen werden wollte. Ja.
Das ist, wenn Ja, hier Sturm verständlich, ist im ja. Gebirge. So, Und du sieht. wohnst auch in einem Gebirge oder eher Ich wohne Flachland? in einem Gebirge. Ah, Rothaarsteig. okay. Siegerland, das Darum ist, liebt ja so das Meer. genau, Ja, ist da kenne ich am mich Meer nicht so aus. Ich geboren. habe keine Ich Ahnung, wo das. mag keine Kenne mich nicht Berge. aus. Keine Ja, Ahnung, wo das ist. ich mag keine Berge. Wir sind eigentlich nur aus praktischen Gründen hier mal gelandet, weil mein Mann, ja, der hat ja damals noch gearbeitet und seine Arbeitsstelle lag bei Darmstadt oben. Also seine Arbeitsstelle, also sein Stützpunkt, sage ich mal so, gearbeitet hat er schon immer im ganzen Bundesgebiet. Und wir haben halt ein Haus gefunden, also ein Haus gesucht und das musste aber so sein, dass er notfalls noch mit der über die Autobahn quasi seine Arbeitsstelle erreicht und nicht zu Okay, weit weg sehr ist. Und interessant. deswegen sind wir damals hier gelandet, sonst wären wir an der Nordküste. Wären wir schon Ah, längst das ist gar nicht hierher Nordküste. gezogen. Aber Da dann hätte ich auch da nie Padma und Ecki kennengelernt. da Ah, du kennst über Real Life? Ich kenne die aber real life. Ich kenne uns real life. Okay. Das ist ja interessant. Ja, einige kenne ich im real life. So, okay. Nein, nein, zu weit. Und hallo, herzlich willkommen, Mausi. Schön bist du hier. Ich hab mich gerade verbaut. Wen bist du hier? Fängst du auch schon an wie Diedel? Typisch Schweizer. Schön, dass du hier Was ist bist. denn Nicht typisch schön, du Schwarz? hier. Ei. Ei. Nee, das freut mich doch, wenn so gewisse gute Freunde anwesend sind im Stream. Ja. Und darum, schön bist Aber du ich finde es hier. trotzdem, ich finde es trotzdem lustig, eure Redewendungen teilweise. So reden Naja, bei wir. uns eigentlich eher so die, sagen wir mal, die Deutsch als Fremdsprache Okay. haben. Deswegen wirkt das auf den Deutschen immer sehr befremdlich, wenn ein Schweizer das so ausdrückt. Ich weiß ja, was gemeint ist, so ist ja nicht. Na, das hört sich aber immer, wie gesagt, auch an, als wenn ihr eigentlich, ich sag mal, Schweizerdeutsch ist ja doch eine Sprache. Ich sag mal so, ich habe das Glück, sie zu verstehen, das meiste. Aber viele Deutsche verstehen Tatsache euch, wenn ihr in eurem Deutsch redet, natürlich nicht mehr. Es ist so ungefähr das Phänomen, wenn ich in meiner Muttersprache Plattdeutsch reden würde. Dann würden mich Dann mach Normale doch hier im mal. NRW auch, würden mich noch verstehen. Also ich kann es ich muss dazu sagen, ich kann es mittlerweile nicht mehr. Mir wurde es abtrainierend, weil ich bin ja in Berlin groß geworden und es Nee. galt als Fremdsprache und somit unerwünscht. Okay. Da darf ich euch fragen, wo in Berlin? Reinickendorf. Wo ist das? Ist Berlin? Im Norden, Westen. Ja, im östlichsten Berlin, aber im Westteil. Beim Ah, okay. Tegeler See. Weil Am meine Tegeler Mutter See. kommt immer auch ursprünglich aus Berlin, nämlich. Ah. Ne, wie gesagt, ich bin mehr oder weniger, wie gesagt, in der Nähe vom Tegeler See aufgewachsen. Also Tegeler See gehört Okay, Tegel und so. West-West-Berlin, Genau. Steglitz. Tegel ist Steglitz, Süden dort und ist sie auf. Ami-Gebiet. Ich bin unter den Franzosen groß geworden. Ist das nicht West-Berlin? Ja, war aber trotzdem dreifach unterteilt. Oh Mann, haben die Schweizer etwa keine Ahnung? Ah. Berlin, Ja. West-Berlin, pass auf, Ost-Berlin war rein russisch. Ja, Alliierte, Okay. russisch. Nord-Berlin, also Reinickendorf unter anderem, Wedding und ein paar kleinere Mini-Bezirke, das waren die Franzosen. Okay. Spandau, warte mal, Spandau oben, die ganze Nordecke, also nordwestlich. Also nordöstlich waren die Franzosen, nordwestlich waren die Engländer und Steglitz zum Beispiel ist im Süden und gehörte zum amerikanischen Sektor.
Aha, Das heißt okay. also, das Witzige ist, dass auch in den Schulen sich das eigentlich auch so manifestiert hat. Das heißt, wenn du zum Beispiel wie ich in Reinickendorf zur Schule gegangen bist, dann hast du eher Französisch als Fremdsprache angeboten gekriegt. Und Englisch war eher so Beiwerk, also weil das machen musstest. Ja, also ich war im französischsprachigen Gymnasium zum Beispiel und ja, und in den anderen Bezirken, wie gesagt, in Spandau zum Beispiel, war das so, dass da eher auf Englisch, also British English, Wert gelegt worden ist. Und in Steglitz zum Beispiel war das so, da war meine Berufsschule, da sprach man dann plötzlich American English. Also es war etwas Oh, kompliziert manchmal. Amerika. Ja. Und das hast du auch bei den Läden halt gemerkt, ne? Wieso geht auf mich? Also wenn du bestimmte Sachen haben wolltest, zum Beispiel amerikanische, bist du halt in den Süden von Berlin gefahren oder in die Mitte, da hast du dann mehr oder weniger alles gehabt. Aber wie gesagt, so spezielle Dinge gab es halt in diesen verschiedenen Sektoren. Also wie gesagt, Berlin war bis zum Schluss eine Sektorenstadt. Einen ganz großen Okay, das ist Russischen sehr und interessant. ich glaube, die Franzosen hat am wenigsten. Und ja, Maus, da hast du ziemlich recht. Warum nicht hier ein bisschen chillen, ein gemütliches Bauen, ein Genau. bisschen dumm Und hallo rumspritzeln und Leo. so, dass. Also nicht Leo Wie, der Leo Tera, sondern Tera bei ein, dir? nein, ein anderer Ja. Leo. Ah. Ja, Und hallo Benny, herzlich willkommen in meinem Livestream. Okay, nächste Bank. Ich hab was. So, und jetzt kommt, ne, das ist nicht gerade diese Mauer, das ist schräge, diese Mauer. Wie gut, dass ich Warte, mein warte, Gebäude warte. fertig gebaut habe. Jetzt eigentlich nur noch mit den ganzen Verzierungen kämpfen muss. Und dem Füllen des Ganzen. Und dann habe ich noch das Rathaus, was ich einrichten muss. Oh Gott, mir wird Wie schlecht. gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen Oh heiße. ja. So, Das dann. könnte man auch mal machen, Bubu. Ja, ich weiß. Das Rumpelstilzchen. Gucci, es Nein? könnte vielleicht sein, dass diese Brücke, die du hier zu mir gemacht hast, wir müssen sie ein bisschen Versetzen. mehr nach. Nee, nur ein bisschen mehr rüber versetzen. Also nicht Nein, ganz nein, dann musst du dein Gebäude verschenken. neu, Nein, dann nein, 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 dein. es geht wegen Die dem Brücke Eingang. bleibt dort. Nee, es geht wegen dem Eingang. Die Sie Brücke muss bleibt von, dort. Hast du immer noch das sie muss Problem, dass mehrere. ein, zwei Blöcke fehlen? Ist immer noch ein, zwei Nee, Blöcke versetzt? sie muss mehr Richtung Banane versetzt werden, wenn du verstehst, wo die Banane steht. Nein. Die Banane. Oh Mann. Vergiss es. Hamaguchi. Ich Brücke nicht versetzen. Jawohl, musst du. Du dein Gebäude versetzen. Brücken kann man nicht versetzen, Gebäude Das kann ist man schwierig, ja. versetzen. Brücken sind schwieriger als Gebäude zu versetzen. Ja, Einfach. das ist klar. Weil die ja nicht, Nee, 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 nee. Sie weißt du warum? muss nur. Weißt du Warum? warum? Weil Brücken schwierig zu copy and pasten sind, wenn sie nicht ganz gerade verlaufen. Genau. Aber Das diese ist dann läuft, verläuft schwierig. ganz gerade. Nein, die verläuft eben nicht ganz gerade. Ein Doch. bisschen versetzt, Nein. glaube ich. Ja, Wie die sollte ist sie versetzt versetzt. sein? Weil sie versetzt ist. Ich muss es ja wissen, ich habe sie gebaut. Nee, die ist überhaupt nicht versetzt. Du musst einfach hier oben den obersten Punkt nehmen und dann dort drüben den untersten Punkt nehmen. Ja. Und Und die dann Stützen? Und die Stützen? ja, eben, darum, dass beim einen den obersten, beim anderen den untersten Punkt. Also dann mach's. Ein Versuch? Ja, wie schief es gehen kann es nicht. Soll Kannst immer noch ich wirklich? Undo. Soll ich wirklich? Du hast Ja, ja aber 100 hast du. ja, und du weißt ja, was sonst passiert, wenn etwas nicht mehr gut zusammenpasst oder so. Weil das Problem ist 106, immer okay. etwas, wenn es terraformmäßig eingepasst wurde. Dann Nee, kannst du es nicht ist nicht einfach Terraform. versetzen halt, Ist ne? nicht Terraform eingepasst. Also das kann man gut anpassen.
Ja, dann passt es an. Was habe ich jetzt gesagt? Das weiß ich nicht mehr, die Höhe, Mann. Ich passe dich dann auch an. Danach. Ja, mach du das. Wo? Ja, da kommt es. Yes. Jetzt bringe ich dich immer durcheinander. Und naja, mir geht's so, lala, Benny. Es geht immer wie schlechter. Ich würde gerne jetzt hier so Bögen rüberbauen. Jetzt muss ich mal gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Wenn das mal hier zu machen. So, dann sollte das in dem Fall die gleiche Höhe haben, eins höher als das, 105. 5 Minuten später. Ich habe ein Problem. Ich Und hier habe warte ich mal schon 104. drauf. Also, das geht gut. Also, dann hier der Ja, unterste ja. Punkt. Der unterste Punkt haben wir hier. Ich höre es schon. Kannst Bei du schnell vorbeikommen? 52, nee, Hilfe. 51. Dann geht man hier auf den Ich untersten gehe gar Punkt. nicht nach, ich gehe gar nicht schauen, ich kann das nicht schauen, was er da macht. Sonst wird es mir noch schlecht. Oh, wir Du, müssen wo ja ist hier die irgendwie Welt durch. gesichert? Ja, eigentlich Ah, immer ein gut, ja, Backup man weiß drauf. ja. Aber Ja, nicht, man was wir weiß ja jetzt nie. gebaut haben. Aber nicht das, was wir jetzt. Da ist Ja, noch wir kein wissen es ja, Backup. wer es dann nachbaut, wenn etwas schief geht. Meine armen Türmer, tu mir das nicht an, mein Glockenspiel. Ja, du. Kann mit Wörtern nicht umgehen, also das Ach, ist gesagt, plötzlich ne? kann er mit. Ah! Plötzlich kann er mit Worten nicht umgehen. Aha. Ja, ich hatte einen guten Lehrer, das sind minus Aha. 11223. Minus 11223 und hier Ja, haben wir und der Radius musst du dann auch noch berechnen. minus 11223 ist dieselbe Dings, okay. Der Radius kommt auch noch dazu. Bring mich jetzt nicht raus. Wieso willst du lieb rein? Minus 11223 habe ich gesagt. Das kommt gar nicht gut Wäre raus. Ich spüre da. das. Das Ich heißt, muss ich schnell auf die könnte. Toilette. Ich spüre das. Es kommt nicht gut raus. Ich habe Angst um meine Brücke. Ich muss noch einen Block weiter rüber da. Es kommt alles gut. Es kommt alles gut. Nein, nein. Ich habe Das alles im Griff. kann nicht sein. Nein, du hast nichts im Griff. Wehe, ich höre von dir, ich brauche Hilfe. So, jetzt mich nicht ablenken, bitte. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Also, Markierung hier. Etwas anderes weißt du schon, wo du die Brücke hinstellen willst? Ja. Hast du das Terrain schon vorbereitet? Ja. Okay. Das wird jetzt dann gleich automatisch angepasst, sobald ich das Ja, hinsetze. ja, ja. Ich Jetzt sag nicht nichts ablenken, dazu. bitte. Ja, Jetzt ich auch nicht mich nichts ablenken. dazu. Ich muss mich jetzt Ich konzentrieren. sehe nur, dass jemand dann auf die Welt kommt. Also, jetzt muss ich hier hinstellen. Nein, du musst nichts, du darfst. Jetzt lenkt mich jetzt nicht ab. Slash. Was du Hoppi. schläfst. Jetzt lenkt mich nicht ab. Ich lenke dich nicht ab. Deine Gedanken sind meine Gedanken. Habe ich denn noch was weggeworfen? Meine Das ist. Gedanken Dumme. sind frei. Da di da Bubu. da di da da da. Oh ne, das ist einer nebendran. Darf ich danach nonstop killen? Wenn es nicht gut auskommt. Ja. Okay. Und Also, dann. jetzt top, die Wette gilt. Slash. Paste. Soll ich? Das soll ich nicht. Er traut sich nicht. Er hat kein Sehr gut. Vertrauen. Er hat Slash, kein slash, Vertrauen z. zu sich selbst.
Null. So. Ups. Nee. Slash, slash. An du. Und hallo Kai. Slash, slash, an du. Ich habe gehört, du hast länger als Dino durchgehalten. Ja, ich glaube eine Minute. Ich muss zuerst slash, slash, set 0 machen und dann muss ich Paste machen. Also, mal gucken. So, und jetzt kann man da mal ein bisschen World Edit mäßig da alle anpassen und dann kommt das doch alles perfekto grande. Oh, ja, das kommt alles sehr gut. So, dann macht man das hier. Den hier. Hier. Slash, slash. Ups. Halt, 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 halt. Ah, nein. Slash, slash. Set Gras. Block. Perfekto grande. Dann macht man von hier nach hier. Nicht mehr da rein da, sonst bin ich in eine Falle. Grasblock. Dann macht man hier hinten. Hallo? Und weißt du was? Es ist also fast besser mit dem passt fast besser zu dem Eingang vom Dings da. So, hier mal so eine kleine Laternchen dran. Tendeli. Junge. So, und dann macht man hier hinten noch ein bisschen Anpassung mit dem Gras. Ach nee, das geht doch auch nicht. Das geht auch nicht. Also normalerweise rein theoretisch müssten da Kerzen hin, ne? Dina wurde von einem Knochen einer Kuchengabel erstochen. Ich wurde von einem Skelett hinübergebracht. Ja, ganz viel. So, ich glaube, das ist. Diesmal waren es keine Spinnen. Ja, diesmal waren es keine Spinnen. Diesmal war es tatsächlich ein Skelett, was ich noch nicht mal gesehen habe. Und, ja. War ein bisschen ärgerlich. Aber naja, wir können es nicht ändern. Aber ist halt so. Aber dadurch haben wir ja Suira dann beobachten können. Und Suira hat das Ding eingefahren. Die hat gewonnen. Hey. Und wie geht's also hier? Also der Sieg bleibt sozusagen im Klötzchen-Team. Ja. Und wie geht's hier? Geht's hier gut? Ja. Unserem Eulchen geht's gut. Sie ist halt im Babypause immer noch drin und ja. Wie gesagt, so, jetzt muss man nochmal wieder Werbung überspringen für euch. So, ab. Okay. Du hast Werbung drinnen? Ja, ich habe Werbung drin. So, warum okay. Das? Einfach so von YouTube. Die schmeißen das bei mir okay. Immer rein, ja. Es ist ein bisschen stressig. Das ist ein bisschen stressig. So, jetzt brauche ich wieder Mauer. Weil wir müssen ja ein bisschen Abwechslung hier reinkriegen. So, schauen wir doch mal, was wir hier machen können. Wir könnten hier zum Beispiel beigehen und mal hinsetzen. Da brauchen wir es nicht machen. Wichtig ist halt hier. Dass der Bogen schöner wird. Und dann tauschen wir einfach mal Fächer aus. So. Hey, den sollten wir lassen. Da könnten wir den wieder reinsetzen. Und dann nehmen wir hier raus. Und da setzen wir den rein. So ein bisschen filigraner. Das. Ja. Aber das sieht schön.
Oh. Der dahin, die raus und rein. Das sieht schon mal wesentlich schöner aus. Also so Stück für Stück, wie gesagt, entwickelt sich meine Kirche von innen. Und aber noch bin, sind wir da nicht so, was ich da so alles machen möchte. Also es ist mir noch alles zu, ihr versteht so ein bisschen, noch ein bisschen zu steinig. So, das geht noch besser. So. Dann haben wir ja hier oben das noch, weil ich möchte hier Tatsache ein Schiff auf. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich muss jetzt quasi mit dem rüber. Das wird richtig spannend, jetzt das hier so alles verteilen. Da angucken. Was müsste eigentlich aufgehen? Müsste. Hier geht's auf. Du müsstest es auf der Seite auch auf. Oh. Ey, wir müssen ja die oberen Räume auch noch mit den unteren verbinden. Das wird auch noch mal. So, das haben wir jetzt auch. Das heißt, ich werde im Grunde genommen nichts anderes machen, als dass ich hier in einer Seite, also in einer dieser Seiten quasi das Treppenhaus reinkleistern werde. So, jetzt haben wir das. Jetzt müssen wir logischerweise das hier aber auch nochmal so machen. Heißt der. Dann überlegen. Wir könnten hier auch so einen Bogen noch hinkleistern. Wartet mal, wir machen hier mal auch. Ja. Einfach schöne viele Bögen, ob sie Sinn machen oder nicht, sei dahingestellt, sieht man, das geht schon nicht auf. Sieht er das? Okay, wo kommen wir denn da an? Der hier. Der kommt in daneben an, oder? Ja. Hier kommt der an. Okay, das ist aber nicht weiter schlimm. Das kann man verschmerzen. So, das heißt, es ist nicht da, sondern er kommt hier an. Okay, gut. Das heißt, hier werde ich nochmal zumachen. Ja. Hier kommt so eine, wie so eine Gewölbe alle hin. So. Das machen wir jetzt erst. Eieiei. Ich konnte gar nicht mein Mikrofon mehr muten. Eieiei. Du kannst dein Mikrofon nicht muten. So schnell. So schnell. Ja, ja, wenn das man niesen muss. Das ist halt mit Discord. Das ja, auch. Discord ist halt ein bisschen doof, weil man immer sich durch die Seite klicken muss. So. Das heißt, hier kommt Boden hin. Hier kommt Boden. Naja, es würde schon irgendwie anders gehen. Man müsste ja Push-to-Talk reinmachen, aber das gurkt mich irgendwie an. Ah, da komme ich gar nicht mit klar mit meiner alten Maus hier. Das brauche ich gar nicht erst an. Aha. So, das heißt, das machen wir hier zu. Und dann kommen hier oben Tatsache noch ein bisschen Dinge hin. Und ich habe überlegt, die Orgel werden wir hier oben hinstellen. Mal schauen. Entweder hier oben oder noch eine Etage und das Dach. Hier kommt dann der Riesenaltar hin. Ich denke mal, das passt. Wir machen jetzt erstmal die Böden hier. So, jetzt muss ich mir mal kurz was überlegen. Wartet mal. Wir machen mal hier ein Muster. Und dann kommt da. Nee. Treppen hin. Ja. Ja,
Dann nehmen wir einfach mal Granittreppen, dann ist das farblich abgesetzt. Weil dann müssen wir nämlich dafür sorgen, dass die dann nicht da runterfallen. Ne? Also. So, okay. Also wie gesagt, ich werde mal ein bisschen Wert auf Schönheit legen. Also heute ist wieder extrem mit der Werbung hier. So, okay, das heißt, die Böden fülle ich jetzt aus. Und ihr werdet ganz schnell merken. Ist der Chat eigentlich noch da? Ja, ich denke mal. Die sind ganz fasziniert, nee, was du dabei hast. Ich habe nur gedacht, das ist, naja, ich bin momentan ein bisschen am Terraformen. Ja, es war alles spannend, wie wir was machen. Es gibt nichts Langweiliges. Es hat ein kleines Loch gegeben und jetzt bin ich da wieder am Terraformen. Und mit dem Ausbessern. Es hat ein Loch gegeben. Du hast das Loch gemacht, ja? So, als erstes machen wir mal die Innendeko diesmal, weil da habe ich heute Lust drauf. So was würde ich doch nie machen. Einfach ein Loch machen, hallo? Dann gehen wir dazu. Nee, stimmt nicht. So. Weil die reichen Leute haben nämlich Tatsache entweder ganz vorne in der Kirche gesessen oder zum Beispiel gab es auch mal an der Seite. Aber gängig zum Beispiel war es oft, dass die halt oben gesessen haben. Ja, die haben also ihre oberste Etage, den Blick über alles gehabt. Und das mache ich jetzt. Also ich werde, wie gesagt, diesmal mich um die Innendeko mal kümmern. Weil der Gucci ist auch immer so fleißig, da kann ich ja nicht nachstehen. Das geht gar nicht. So. Juhu, ein Gebäude wird es fertig. Juhu. Bei dem Rathaus ist es schon ein bisschen schwieriger, weil ich mich ja da wieder am Original mehr oder weniger orientieren müsste. Und es gibt aber Tatsache vom Inneren des Bremer Rathauses aus der Zeit einige kleine Zeichnungen, aber nicht wirklich vom Inneren. Das heißt, ich muss gucken, was Modernheit da drin ist und muss mir das Moderne wegdenken, weil die haben viel Altes quasi mit Modernem ergänzt. Bei Bremen, wie gesagt, habe ich mir sagen lassen, war auch eine der Städte, genau wie Hamburg, die mehr oder weniger platt waren nach dem Krieg. Und dadurch sind viele Sachen zwar restauriert worden und manche auch ersetzt worden, aber es ist halt auch viel moderner Kram da reingekommen. So, jetzt müssen wir mal überlegen, wie machen wir das mit der Balustrade hier? Also die Sitzreihe wäre dann wieder mal die Kirchendinger hier hin. Eine Reihe weg, weil ich ja noch diese Dinger da hinsetzen muss. Also hier die Falltüren. Mann, mir fehlte der Name gerade. So, das heißt, die Sitze kommen dann quasi hier hin. Dann muss ich das auf dieser Seite auch noch machen. Sonst halt nicht übereinander. Sonst kommt, wenn ich die Treppe hoch mal jetzt. So, und da ist noch alles leer. 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 Was habe ich hier eigentlich gebaut? Weiß ich. Was habe ich hier gebaut? Das weiß ich was? Auch was sollte Ahnung, das werden hier? Keine Ahnung. Was sollte das hier werden? Das keine war, Ahnung. Das ist die Frage. Keine was, Ahnung. Was für ein Gebäude soll das darstellen? Keine Ahnung. Halt. Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht, ich weiß es auch nicht. Wir wissen ja nicht, was du am Bauen bist. Ja, ich hab's schon gebaut. Hier müssen wir uns auch was, also wie gesagt, hier kommt die Decke rüber und dadurch haben wir dann die Möglichkeit, natürlich hier Licht aufzuhängen. Ne? Also das gut. Dann auch noch zu.
Hier haben wir Balkon. Ich habe Balkon gefunden. Und dann, da ist der Einraum, dann hier Zweiraum, Ja, auch mal ein dann hier Schild geht aus, es man sieht Treppen am Meer hoch. dich auch. Ah, das gibt ja ein Dancing hier oben. Ja, jetzt haben wir es, eine Disco. Ja, Eine jetzt weiß ich es Disco. wieder. Was? Eine Disco? Eine Disco, ja. Eine Sorry, das gab Disco in es in diesem Arenas. Zeitalter. Ja. Okay. Was hatten Sie denn dann dort erfunden? Ich frag nach nichts mehr. Ja, da musst du nicht verstehen. Die Schweizer sind manchmal einfach ein bisschen komisch drauf. Ja, man sieht es bei dir. Sag mal, es gab doch Vor allem, dass eigentlich auch ich. sowas wie Theater. Die haben doch Ja. Konzerte und sowas abgehalten. Sowas haben wir noch gar nicht. Ja. Ja, und die Feuerwehr haben wir immer noch. Ah, ja, Genau, die jetzt weiß ich, Feuerwehr, was die ich aus fehlt diesem auch noch. Gebäude. Das Nein, ganze. die fällt nicht mehr. Seit jetzt fällt sie nicht mehr. Ich habe die Feuerwehr. Ich habe das Gebäude für Feuerwehr. Ich muss das anschreiben. Hier kommt Feuerwehr. Ja, besser. So, jetzt schauen wir mal. So. Da. Gut, die Feuerwehr haben wir. Ich bin immer so froh, wenn es aufgeht. Ja, ich auch. Ja, ich schreibe es auf, weil dann könnte ich hier in der Mitte ja ein Lockel machen, ein Ah, es Loch. geht. Dann könnte ich hier in der Mitte ja ein Loch machen. Lass uns einfach. Eins, zwei, drei, vier, vier, vier. Das heißt, dann müsste ich diese zwei hier entfernen. Jo! Aber wir lassen es. Jo! Jo, das sieht ja gut aus. Jetzt müssen Ich wir uns. habe, ich mache die Feuerwehr, ich mache die Feuerwehr. Mach das. Ich mache Feuerwehr. Wenn man Ich mache Feuerwehr. so sich drauf freut. Ja, ich habe das Gebäude. Ich weiß jetzt, was das für ein Gebäude ist. Das ist die Feuerwehr. Das Gebäude von Feuerwehr. Okay. Jetzt weiß ich, was das für ein Gebäude ist. Genau. Seit 2 Minuten weiß ich, dass es Ich das Gebäude der einfach Feuerwehr ist. hier einfach ein Zäunchen hin. Oh. Oh. Jo. Kann ich eigentlich, das muss ich mal ausprobieren, ob das geht. Ich brauche Kessel und dann brauche ich Laterne. Kann ich das eigentlich Laterne im Kessel machen? Geht das? Geht das? Oder geht das nicht? Ich glaub's nicht. Nein, geht nicht. Bedrock geht's. So, dann müssen wir uns hier was einfallen lassen. Das natürlich. In der Bedrock geht's. Das ist ja auch der Grund, wieso, dass ich lieber mit der Bedrock baue. Weil man hat da viel mehr Möglichkeiten. Müssen wir hier logischerweise wieder das. Ja. Dann wir das hier wegnehmen hier. Dann müssen wir die normalen Steine wieder nehmen. Wartet mal. Eins, zwei, eins, Brauche ich hin? zwei, so. So. Da geht es dann gerade raus.
Wie gesagt, ich will hier versuchen, möglichst viele Bögen rein. So. Gutere Eingang haben. 1, 2, 3, 4. Wir haben hier 4. Schade, dass man zwei Türen nicht aufeinander stellen kann. Das fehlt hier noch. Das müsste man auch machen, mobmäßig. Das müssen Türen, wir wo man machen. aufeinander. Nein, man sollte noch ein Mod hineingeben, hier in Momentum, wo man zum Beispiel zwei Türen aufeinander stellen kann, damit es eine große gibt. Weil es gibt eine Mod, die man einfügen kann, die das macht. Wie gesagt, Mods benutzen wir ja nicht. Ja, ich dachte, ihr wollt Mods hineintun, Hey, ich bin Platz weil es 6. kommt. Ich bin Platz 6. Sie haben gerade die Liste gepostet. Ah, okay. Ich bin sogar noch vor Stine. Und Ja, vor der Bubu. du hast ja auch länger überlebt wie wir. Ja, bis zum Schluss habe ich überlebt. Und leider Ja, es weil war du ja blöd, dass ich zwischendurch meine auch Heilung essen nicht. warst. Ja, das Ja, war so dumm. genau. Ja, jetzt Das sieht war man's so wieder. doof, ey. Ich Jetzt habe sieht mich nicht man's wieder. rechtzeitig abmelden können. Ich habe es irgendwie Er hat sich verhängt. immer versteckt, deshalb. Voilà, jetzt haben wir's. Er hat sich versteckt. Ja. Dann. Platz 6 ist auch sehr gut. Platz 6 ist so gut. Na, 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 So, ihr na, seht, es ist gar nicht so na, einfach, hier die ganzen na. Bögen reinzupassen. Dann Aber bastel das mal. kriegen wir hin. Naja, bis jetzt geht's. Ich würde sagen. Okay. So. Dann können wir hier nämlich überall diese Kerzenleuchter, die wir hier haben, die können wir da nicht ansetzen. So, gut. Eingang bei der Pumpstation ist fertig. Sehr schön. So, ich glaube, wir machen jetzt Feierabend. Gut. Bis Spätestens müde. Weil ich muss noch Geschichte schreiben für morgen. Ah, okay. Dann bist du natürlich. Ja, und Was ist denn morgen? es ist ja schon 22 Uhr. Ah, schon. Ja. Wahnsinn. Wie die Ich Zeit habe jetzt vergeht, ein nicht? Gebäude fertig. Das kommt mir gar nicht so Der lange vor Friedhof. heute. Der Friedhof ist auch fertig. Ja, ich habe meine Türmchen fertig und bin innen eigentlich auch dabei. So, ja, meine Hunde schlafen. Also ich kann noch ein bisschen machen. Halt. Ich mache Weiterbauen. auch noch ein bisschen. Noch ein bisschen bauen. Hast du schon gesehen, Bubu? Ich habe hier mal so provisorisch beim Marktplatz Marktstände hingestellt, Ich habe noch nichts entdeckt. wie sie sein könnten oder wie sie damals gewesen waren. Habe ich leider noch nicht so entdeckt.
Ich konzentriere mich drauf, dass ich hier mal ein bisschen aus dem komme. Weil wir haben ja noch etliche Wohnhäuser vor allen Dingen gebaut. So, das heißt, ich esse die Richtung. So, damit das hier alles ein bisschen heller ist. So, das heißt, ich muss jetzt die nächste Schicht quasi hier rüber bauen. Ich bin gerade mal überlegen, wenn wir da die Bögen einsetzen. Ja, wir müssen gleich mal, weil das ein bisschen dass das passt. Also Stück für Stück, wie gesagt, versuche ich Bögen alle reinzukümmern und so verschiedene Ebenen halt hier reinzukümmern. Das ist nicht ganz so einfach. Ich da nicht übernommen, aber sagen wir mal, mehr Arbeit aufgebürdet, als ich gedacht habe, sage ich mal. Dann können wir das gleich nämlich mal von ein bisschen weiter weg angucken. So, mit diesen. Aber ich denke mal, das passt ganz gut. Aber wir müssen halt noch sehen, die Decken liegen ja jetzt hier noch relativ frei. Also die Böden decken. Deckenböden, wie man auch immer das sehen mag. Und dann müssen wir natürlich sehen, dass wir die noch verkleiden, dass sie nicht ganz so grob zusammengezimmert aussehen. Also ein bisschen hübsch sollte schon. Ja? So. Okay, dann schauen wir mal. Also hier kommt der Altar hin. Ja, doch. Langsam nimmt es Form an hier. Das ist relativ schwierig, aber das kriegen wir hin. Weil wie gesagt, Oh, hier Gucci kommt der Kontrolle machen. werde ich ja noch ein bisschen das anders machen dann. Ne? Ist Gucci zufrieden? Was meinst du? Es ist alles da, Gucci. Ich bin nur noch am Terraformen. Wie du siehst. So Es ganz ist alles zartes da. Terraforming. Ja, ganz zart. Er macht gerade eine Besichtigung, ob ich wirklich bis ganz nach unten habe alles, ob alles stimmt, ob alles passt. Ja, da passt schon nicht. Wo Hey, passt's nicht? Nonstop. Wo? Das musst du bis abend ziehen. Ob ich es abziehen? Oh nee, das tut mir Ah, leid. doch. Ah, ja, das ist so, das ist. Wir den auch hier bis runterziehen? Dort wo Grasblock oder das ist gut hier, das kann man stehen lassen. Nein, sonst sieht es aus wie abgeschnitten. Nein, nee, ich bin jetzt noch am Terraformen. Also ich bin schon noch dabei, alles ein bisschen noch zu terraformen. Ja, ich hoffe es. Ich Ja, hoffe ich es muss für jetzt nur dein noch Leben. hier unten, nur noch hier unten noch terraformen und dann ist alles wieder gut da. Ja, und dort oben auch. Ja, kommt alles noch. Gibt Vielleicht. ein bisschen Arbeit, aber kommt alles noch. Ja, das ist eben der Nachteil, wenn man etwas verschiebt ohne vorher. Hey, und da fehlt auch noch etwas hier. Hier ist auch eine Lücke hier. Wo? Gucci sieht alles. Da. Wo da? Da. Wo da? Da hier. Ja, Da, das wo. kommt alles noch, aber das kann auch im schlimmsten Fall nach der Gucci machen. Und Boah, hier habe ich den quasi. Redstone hast du auch mitgenommen. Die was? Redstone. What's Redstone? Ja, eben deswegen. Ja, da ist was. Die Ich habe alles Technik, mitgenommen. hast du die Was für eine Technik Technik? mitgenommen? Ja, Was die für eine Technik, Technik? die wo zu der Brücke gehört. Wo hat es eine Brücke Technik? Was für eine Technik?
Ja. Hallo, willst du mich verarschen? Ja. Nein. Bei mir hat jedes Gebäude eine Technik eingebaut. Das ist das. Meine Oh, was Frage, sagt was er ist das denn für ein bisher? Schild da? So der Kyrische. So. Gefällt euch die? Ich kann ja mal Was mit Schäder ist anmachen. das für ein Schild? Das ist das Ende von was? Was ist das? Darf man das fragen? Was ist das Ende von was? Was? Das ist das Ende. Steht hier auf einem Schild, auf einem Steinblock. Ja, was ist das Ja, Ende lass das wohl? in Ruhe. Das ist schon gut. Ich Kein Problem. gucken. Ich Stehen gucken. lassen, wenn du etwas so siehst. Immer, Mund immer auch halten, nicht nicht fragen, sagen, einfach Augen zu. lassen. Genau, Und lass auch es. nicht fragen. Es sind immer Das Dinge. nächste Mal, wenn du etwas so fragst, spreng ich dich in die Luft. Yeah, es bringt mich in die Luft. Nee, wie gesagt, Mach das. bei sowas immer keine Fragen stellen, am besten oder wer denn privat im Discord oder im Ja, ich Momentum wusste nicht, wer das Discord. gemacht hat. Ja, das ist Ja, das spielt egal. keine Das ist Rolle. egal, weil das sind Wenn immer etwas so Vorbereitungen für angeschrieben ist. Roleplay. Einfach Ja, nur nicht nichts sagen. sagen. Ich bin doch so neu, ich weiß doch nicht Ja. alles. Nee, also wie gesagt, nicht fragen, einfach in Discord dann kurz fragen Ja, und überhaupt dann nichts machen. Überhaupt nichts nicht machen. rumstreuen. Hey. Fragen Ja, darf man das doch. konnte er Nein. nicht wissen. Nein. Nein. So, okay, wir machen Nein, mal fragen Licht an darf hier. man nicht. In Momentum darf man nicht mehr fragen. Seit heute ist Frage verboten. Übrigens, morgen ist sowieso Fragen verboten. Wieso? Wo es keine Fragen gibt. Wieso? Einfach so, weil ich es so bestimme. Wieso? Weil Gucci morgen Spielleiter ist. Wieso? Bitte. Damit ich dich in die Luft sprengen kann. Wieso? Wie doof. So. Gute Nacht. Ja, gute Nacht Wieso ich? zusammen. Schlaf gut wünsche und ich noch einen ich schönen. freue Nein, mich auf nein, morgen. ich gehe jetzt noch arbeiten für morgen, damit Ich das weiß, alles dass das immer sehr lustig läuft. wird. Wenn Gucci was vorbereitet, wird es immer sehr lustig. Und ja, vor allem tödlich wird's. Jo. Ich Okay. ahne. Tödlich für wen? Für Für alle. alle. Deshalb lassen wir dich ja immer voraus. Das ist aber nicht fair. Doch, Ich mache doch. die kleinen Oh. Dicken. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Immer die Fragen kommen zuerst. Genau. Gut. Nein, das Dann finde ich nicht schlaf schön, fair. Mann, nicht mehr so wünsche ich lange. euch eine gute Nacht Jo. und bis Bis morgen. Ich freue mich. morgen. Tschüss. Nach die Tschüss. Gucci. Und So. wie wird man zum Spielleiter? Ja, indem man einfach sagt, ich habe da eine Idee und sich das Okay von mir holt und dann kann man da was vorbereiten. Also warte erstmal ab, wie es morgen ist, damit du so ein bisschen weißt, in welche Richtung bei uns das immer geht. In welcher Richtung das immer. Jo. Ja, gut. Ist er immer noch da? Ja. Ja, ich hab dich im Auge. Ich beobachte dich. Oh, er beobachtet mich. Bubu, ich fühle mich beobachtet. Macht ja nichts. Bubu, ich habe gehört, du bist eine ganz gute Terraformerin. Nee. Ah, übrigens, morgen wäre es gut, wenn man im Voice Chat ist. Okay. Okay. Sehr gut. Nee, morgen Ist werden es wir auch gut, zu nonstop? viele. Ja, morgen werden wir auch zu viele, was Discord Ja, dir angeht, bleibt ne? doch sozusagen nichts anderes Nein, übrig, Gucci. es geht drum wegen dem Effekt. Ja. Aha. Wegen dem Ist. Schreien und so. Ja. Lauter Schrei und dann wird er immer wie leiser. Auf dass Dino wieder eine Runde ausflippt. Ah, das ist so Ja, laut hier. Das Was ist Dino dann hat nicht da. mein Problem. Okay, Was die. gut. Jetzt Dann aber bis weg mit dir. morgen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ja, jetzt gang endlich. So. Mal hier auch noch die Treppenstufen einpassen.
Guck mal, eigentlich schon relativ viel von den Inneneinrichtungen hingekriegt. Ja. Bin ich immer noch am Überlegen, ob ich es nicht doch noch. Obwohl das lockerer wirkt, wenn das so. Wir lassen es. Bubu? Ja. Bubu, hast du nicht gesagt, du bist mal eine gute Nein, Terraformerin? Bin ich nicht. Nein, definitiv. Aber da habe ich mal was läuten gehört. Ja, ja. Läutet öfters mal. Hättest du da ein bisschen Interesse und Lust, mir da einen Ecken zu helfen, terraformen? Ich habe so viel mit meiner Kirche zu tun. Ja, das hätte ich ja an und für sich auch mit meinem... Sonst werde ich wieder mit meiner Inneneinrichtung hier nicht fertig. Wenn ich so im Floh bin, dann geht das am besten. Hier oben muss die Orgel hin. Schaut mal, hier oben muss die Orgel hin. Hier. Da müssen wir die Orgel reinbasteln. Seht ihr das? Wenn man hier unten steht, da oben muss die Orgel hin. Seht ihr das? Oben in dem Kirchenschiff. Da oben. Orgel hin. Da muss ich mir noch ein besonderes Design ausdenken. Das ist aber so ein bisschen schade, weil das sind nämlich genau die Dinger, was ich meinte, wo halt in dem Moment dann genau so Ära dann immer fehlt, weil wir kennen uns so lange, dass sie immer instinktiv weiß, was ich haben will. So, dann machen wir das mal so. Mit Bett haben wir es dann eigentlich jetzt gerade 10:30. Ja, ich mache auch nicht mal allzu lange. Weil ich merke langsam die Müdigkeit und auch ein bisschen ja, das ist, Motivation ist alles und alles gut. Und noch vieles andere. Wie gesagt, das ist ja ein chilliges Beisammensein hier und keine Zwangsveranstaltung. Oh, also. Ach, nicht. Wie gesagt. So, im Grunde genommen hätten das hier 3 sein müssen, dann hätten wir noch besser da Dinge hinstellen können. Aber so passt es eigentlich. Kurze Frage, wenn ich eine Mauer schräg machen will oder leicht schräg machen will, wie macht man das im Innsten, damit es auch trotzdem noch gut aussieht? Also da ist Ecki eher derjenige, der das kann. So Ecki im Schräg. Weil ich habe eine komplette Mauer, habe ich ums gesamte Komplex herum. Und da wollte ich an und für sich schon mal ein bisschen beginnen hier vorne, weil da kann man dann bald mal den Weg reinmachen. Weil dann sieht man auch mal ein bisschen, wie denn das Ganze aussehen soll. Aber irgendwie tue ich mich da jetzt gerade ein bisschen. 1, 2, 3. Ja, man kann nichts anderes machen, als dass man ausprobiert. Das ist wirklich so. Also ich kann sowas auch nicht spontan. Ich probiere dann so lange rum, bis es dann so ist, wie ich haben möchte. Ah, 1, 2, 3, 4. Es ist wirklich. 2, 3, 4, was Schrägbauen angeht, da bin ich überhaupt kein Weltmeister. So, das heißt, hier müssen wir eigentlich, ja, will ich die Verstrebung reinmachen. Aber hier soll eigentlich die Orgel hin. Ja, das wäre ja mega, mega. Warte mal kurz, nee, das mache ich anders. Das mache ich anders. Warte mal. Orgel. Das Tor. Das mache ich auf der gleichen Höhe. Podest. Das. Ja, die Orgel soll ja zu sehen sein. So, man muss aber auch gehen können. Mann, ich mach. Dann gehen wir hier. Da können wir immer noch rauf. Würde mal sagen, 2 hoch reicht.
Weißt du, welche dann auch? Man kann es natürlich verbreitern. Na hier, ja, dann quasi, mach jetzt mal das Ding. Den könnte man das weiter. Und das hier. Das ist schwierig. Das kann man ja hier alles. Hier soll Bubu, man kannst du natürlich. ganz kurz mal kommen? Ist das sowas, das ist eigentlich eine gute Idee, was ich jetzt da gerade gemacht habe? Oder sieht sowas scheiße dumm aus? Warte. Das ist echt, wenn ich hier gerade Ich werde mal am gleich Plan bin, ist das immer ganz, ganz schwierig, mich da so Okay. rauszureißen. Jetzt bin ich draußen, jetzt komme ich. Bin ich im. Einen schönen guten Abend alle zusammen. Hallöchen, Gucci. Okay. So, die Treppe ist, quasi die Brücke ist versetzt. Okay, da muss noch richtig fett geterraformt werden. Hier steht wieder ein Händler. Ja, so ist versetzt, genau. Kannst, wenn das eine Tür sein soll, kannst du das natürlich auch mit Falltüren. Ah, also es sollte einfach irgendwie ein Tor sein. Ich habe Ja. gedacht, damit es nicht zu ist, sondern dass es offen ist. Ja, Und es das ist ein kannst du, großes deswegen Tor. sage ich ja, am Anfang ist ja immer so, man baut sehr, sehr grob halt, was wir ja momentan machen, und dann mit den Feinheiten kannst du das natürlich dann noch mit Hebel und Falltüren und so machen, weißt du? Also ich würde es als Denkhilfe da ruhig lassen. Ne? Und sonst, wenn es nicht passt, dann kannst du allenfalls noch jemand Ja. umbauen. Wie gesagt, müssen wir dann auch noch mal gucken wegen der Höhe und sowas halt, ne? Ja, und die Ecke Ja, hier, wie weil ich habe gesagt, die gesehen, muss noch geterraformt werden. die geht irgendwie unterhalb vom Fenster, sind die, sehe ich da gerade auf dem Bild. Die sollten unterhalb von dem Fenster sein. Aber wahrscheinlich mache ich die hier noch einen Block höher. Damit es ein bisschen besser aussieht, weil dann ist es genau gleich hoch wie das Tor da. Das heißt, ihr könnt hier noch so machen und dann dementsprechend anpassen. Also das heißt ja auch noch, kann Genau. man das so Und machen. alles dann noch. Ups. Wie gesagt, also ich mache es immer so, dass ich Dinge dann vor grob baue, also grob vorbaue und dann schaue, wie gesagt, im Sollte Laufe man schon der ein Zeit, bisschen weil wissen. man hat es immer im Kopf drin und dann irgendwann fällt einem die Lösung an und dann geht man daran. Also immer gerade bei kniffligen Okay. Sachen aus. Also wie gesagt, bei mir in der Kirche ist es auch nicht anders. Ich sehe gerade, die Banane hat Schokosauce drauf. Wer auch immer das gemacht hat, ich glaube, es war, glaube ich, jemand, das Team. Und die war aber vorhin, sie Die war aber tropft. vorhin praktisch hier. Sie war vorhin mal anfangs hier ganz an der Wand dran, also mit ein paar Blöcke gehabt schon, es war mir zu nah, dann habe ich es hier nach hinten versetzt. Banane. Banana. Banana. Wie die Mini. Banana. So, dann werden wir jetzt noch mal kurz in die Kirche fliegen. Einfach noch mal, um diesen Eindruck zu bekommen. Und ja, ich würde sagen, wir haben es jetzt halb 11. Also es Ja, war ich heute werde doch auch sehr nicht mehr drangehen. anstrengend mit dem Death Run. Wir haben also unsere Türme fertig. Oh, also die haben jetzt Deckel da oben drauf. Dann haben wir ein Glockenspiel.
Das hängt da oben dran und dann haben wir zwar noch keine Türen und solche Dinge hier drin, aber wenn man hier schon mal reinkommt, also ich denke mal, das ist schon mal so ein Aha-Erlebnis. Wie gesagt, hier kommen noch Bögen dran. Oh, wird hier alles noch hübsch gemacht. Wenn man dann hier reinkommt, soll hier vorne der Altar hin. Ich habe hier irgendwie Hohlräume unter meiner Kirche. Das sind die Kirchengeister. So, und wenn man dann hier steht am Altar quasi, dann, sieht man dann da oben quasi die Orgel. Hier oben soll die Orgel hin. Da muss ich halt gucken, wie ich das am besten mache. Weil es braucht ja eigentlich nur den Effekt, dass das von unten so aussieht. Und dann machen wir uns dran hier halt in die Kirche selber. Also hier quasi von der Decke runter möchte ich quasi ein Schiff runterhängen lassen. Also so eine Art Seemannskirche machen. So ein bisschen eine kleine Ode an meine Heimatstadt, meine Geburtsstadt. Und ich denke mal, ja, so langsam wird's. Also es werden hier noch Bögen entstehen und so. Also momentan hat das ja noch sehr viele Kanten und Ecken. Dann kommt hier noch so ein kleines Redepodest. Muss ich mal gucken, ob die Protestanten das auch hatten. Wie gesagt, also ganz schlicht einfach. Viele Bögen und so drinne halt, ne? Gotisch angehaucht. Ja, und dann müssen wir uns natürlich dran machen, dass wir hier irgendwo ein Treppenhaus reinbasteln, damit wir da oben hinkommen. Also sonst kann der seine Orgel nicht spielen. Und im Grunde genommen hier auch, also zweimal Treppen hier reinbasteln, damit man natürlich auch in die Türme kommt halt, ne? Also ihr seht, ich habe hier noch relativ viel Arbeit. Und vor allem diese ganze Kleindeko und sowas. Also hier, Genau. da kommt man ja auch noch hoch halt. Ne? Das müssen wir hier noch zumachen, da müssen wir uns noch was ausdenken. Ja, also ist noch viel, viel Arbeit hier. Und wie gesagt, hier soll die Orgel hin. Da muss ich mir halt auch noch mal was angucken. Ich glaube, Jo hatte eine sehr schöne mal gebaut und Kroko glaube ich auch. Ich guck mal ein bisschen rum, ob ich da ein etwas Schönes finde, was wir hier reinpacken können. Ja, also wie gesagt, ich bin heute relativ weit gekommen. Ich freue mich drüber. Jetzt sieht man das mal so richtig. Ja, also wie gesagt, ich danke fürs Zuschauen und kommt gut durch den Samstagabend. Ich weiß nicht, wer noch am Streamen ist. Ich habe keine Ahnung. Wir können aber mal gucken, dass ich euch dann noch dahin schicke. Ich schau mal kurz, wen wir da noch haben. Weiterleitung. Wen haben wir da noch? Ich würde sagen, wir gehen mal zu Janus rüber. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, weil der Janus hat nämlich sonst mich immer geradet und heute raiden wir mal den Janus. Wir sind nicht viele, aber ich schicke euch jetzt zu Janus, weil Janus ist ja auch immer ganz toll mit den Ideen und ja, lasst einen lieben Gruß da und ein Abo und ein Like bei Janus und wir sehen uns morgen um 20 Uhr. Sechs Abenteuer. Morgen machen wir mal was anderes, dann testen wir Gladys und nonstop mal so richtig bis aufs Blut. Mal sehen, wie die mit dem Roleplay nachkommen. Okay, dann, ja, ich baue hier schon die Kirche ab. Ihr seht es, ne? Ich habe hier mal ganz dezent meine Kirche hier ein bisschen dezimiert. Mann, 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 jetzt muss ich das auch noch reparieren. So, okay, also, wir sehen uns morgen um 20 Uhr wieder, nicht vergessen. Und, ja, wie gesagt, kommt gut durch den Sonntag und, eure Bubu.